So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dungeon Siege. Weiter geht es. Ich hoffe, die Hoffnung, hier sind in den Krügen vielleicht doch noch ein paar Heiltränke drin. Automatische Speicherung ist nicht geil. Was haben wir denn da? Vierfache Größe? What? Was zum Geier ist das für ein Name? Wir haben dort drei Drachen und zwar ein schöner schwarzer Drache. Wie hübsch. Oha. Oha. Wie hübsch diese Drachen sind. So, während mein Main-Character alles killt, werde ich ihn hochheilen. Nochmal einen Mana-Trank schlucken. Okay. Ich mach den schwarzen Drachen, ich mach den. Ach, das ist sogar ein geschmolzener Drache. Ist gar kein roter Drache gewesen. Okay, dann haben wir noch einen Drachen und hier geht's weiter in die Tiefe. Schon kurz abgebrochen. Oh mein Gott, wie das aussieht. Ach guck mal, das sind ja alle die ganzen Toten, wa? Hört man so. Hört man die ganze Zeit. Wollen wir hier hingehen? Meine Güte. Ich hab die Hoffnung, es kommt noch ein Händler, aber der passt irgendwie storytechnisch nicht in das Spiel rein. Ein weiterer Händler. Ich befürchte tatsächlich, dass wir komplett zurück zum Dungeon laufen müssen. Zum Gefängnis, meine ich. Und das würde ich, wenn es geht, vermeiden. Deswegen streng dich damit heilen! Zieh rein! Oh, tot? Nein, ich hätte. Zieh durch, dafür haben wir die Mana-Tränke, dafür, dass wir keine Heiltränke brauchen wollen. Nice. Flammenklingen. Ah, Leute. Wir gehen immer tiefer. Es ist nicht mal mehr rot, es ist einfach alles schwarz. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, hab ich gedacht, ja, okay. Okay, müssen wir unsere Heilung aufteilen. Einer schwarze Drachen, der andere kämpft gegen drei. Yay. Fairness. Sehr schön, okay. Sieht gut aus. Sehr gut, und der schwarze Drachen ist gleich tot. Er macht leider sehr, sehr wenig Schaden, mein. Oh, der ist auch schon tot. Mein anderer macht leider sehr, sehr wenig Damage. Nichts im Vergleich zu meinem. Sprenghelm und ein großer Mana-Trank. Gut, den brauche ich halt nicht. Den brauche ich tatsächlich gar nicht. Okay. Ding, 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 ding. Und da haben wir ganz viele Spinnen. Natürlicherweise Nahkämpfer. Gut, hat schon für 56 erreicht. Sehr schön. War vermutlich etwas verschwenderisch mit meinen Tränken. Das finde ich sehr bedauerlich. Ob die überhaupt ein bisschen Damage macht damit. Wenn sie überhaupt trifft. Und hat aufgehört. Okay, lass das. Ob die Metallsplitter bringen dann nicht allzu viel. Ganz viele das ist ein Nahkämpfer alles, oder? Oh, die sind Fernkämpfer. Wir gehen immer tiefer in die. In die Hölle. Dann müssen wir den Fernkämpfer da killen. Nice. Sehr gut gegengehalten. Hätte ich vielleicht schon damals mehr machen müssen, dass ich sie selbst steuere. Aber da kommt man leider erst immer auf die Idee, wenn man kaum noch Tränke hat. Wie man Tränke sparen könnte. Da sehe ich schon wieder Drachen um, oder? Ja. Da habe ich seine Flosse gesehen. Aber das sieht aus wie ein Abseitsbereich, als ob hier ein Händler sein könnte. Weißt du, hier geht es weiter offiziell nach unten. Und da so ein kleines Areal. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt keine
keine Story-Elemente, wo ihr sagt, ja, hier, ich habe mich verschanzt in der Tiefen und ich habe hier noch ein paar Tränke, vielleicht könnten die euch helfen. Ich habe ehrlich gesagt nicht die Hoffnung, dass hier noch ein Händler kommt, ehrlich gesagt. Ich hoffe es natürlich. Vielleicht gibt mal so einen Automaten, weißt du? Windy, Alter. Okay. Was, so ein Trankautomat? Das ist natürlich Unsinn, ja klar. Sehr gut. Vor allem, sie kann auch trinken, während sie castet. Das finde ich ganz gut. Das kann ich, wenn ich sie selbst steuere, natürlich deutlich besser übernehmen, als wenn ich irgendwie... Naja, wenn es halt die CPU macht, die einfach hohl ist. Okay, zwei Drachen sind down. Der nächste ist auch down. Jetzt haben wir nur noch einen. Ein geschmolzener Drachen und drei rote Drachen hatten wir hier. Als Gegner. Okay. Aber warum hat er sich aufgeteilt? Ungeil, aber es kommt wahrscheinlich alles das gleiche hinaus. Heilung! Aber die Heilung reicht nicht. Oder? Okay. Ein hat dran geschucken, ist okay. Gut, hat wieder an Stärke gewonnen. Sehr schön. Und wenn wir noch ein paar Gegner haben, werden wir auch nicht aufhören zu casten, um ihn zu übernehmen. Aber jetzt sind es gar nicht mehr so viele. Jetzt haben wir noch einen Sek-Elite-Soldat und dann noch zwei Magier hier. Ach guck mal, es geht hier beide Wege lang. Okay, warum geht es hier zwei Wege lang? Finde ich unschön. Das missfällt mir. Ich habe ja die Hoffnung, dass hier eher ein Händler noch wäre. Aber irgendwie teilt es. Wobei, das könnte auch wieder da vorne zusammengehen. Ja. Und wir noch zwei Drachen. Ein Ring, sehr schön. Ja, da haben wir noch ganz viele Drachen. Das ist irgendwie so der Ort der Drachen scheinbar. Damals gab es irgendwie einen Drachen alle paar Höhlen und jetzt hast du hier in jeder Höhle 150 Drachen. Sehr schön. Haben wir noch einen Ring? Sehr gut. Und nochmal die Drachen, die werden natürlich im Nahkampf zwingen werden. Was macht der Ring? 5% Chance eines Treffers. Plus. Der ist natürlich gut. Oh, die Gesundheitspunkte weg. Wir haben 5% Chance zu treffen, mehr Chance zu treffen. Natürlich sehr praktisch. Hm, okay. Ups. Wir bräuchten Heiltränke. Möchte ich nur mal so erwähnen. Dummerweise müssen wir jetzt gegen diese ganzen Drachen auch mal ganz kurz. Oh, da sind 6. Oh, shit. Oh, oh. Das ist übrigens das, was ich meinte. Wir dürfen die natürlich nicht Feuer speien lassen. Ich glaube, das muss ich nochmal neu starten. Tatsächlich. Das hat nichts gebracht. Die ist leider gestorben, weil es einen Feuerangriff gab. Einen Massenfeuerangriff. So, jetzt sind alle Nahkämpfer. Immer noch nicht. Okay, er macht trotzdem weiter einen Fernkampfangriff. Auch wenn ich Drache aus geschmolzenem, keine Ahnung. Ich bin gerade am Heilen. Keine Zeit, Namen zu lesen. Hauptsache die 6. Verdammt, die 6 kommen gleich, oder? Machen wir so erstmal. Heilung, 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 Heilung. Kein Mana mehr. Da kommt ein 6, oder? Das ist aber okay. Dafür haben wir den Dings gekillt. Den heftigen Drachen. Okay. Sehr gut. Ein edles Tuch. So, nächster Drache ist auch erledigt. Von 4 Drachen noch einer übrig.
Sehr schön. Ja, wir brauchen kaum Heiltränke. Finde ich gut. Aktuell zumindest. Oh, Sound kratzt. What? Why? So, da ist auch nochmal ein Drache und ein Sek Meistermagier. Okay. Noch ein roter Drache. Gut, dass ich den Magier da. Also, stell dir mal vor, wenn das alles wirklich im Singleplayer durchspielen müsste oder durchspielen würde. Holy moly, ey. Also bis zum Sumpf hat es noch gut funktioniert als Singleplayer, also als Einzelkämpfer tatsächlich. Aber dann ab dem Sumpf so im Goblin Dungeon war es schon echt schwierig gewesen, muss man dazu sagen. Hey, kommen noch mehr Magier. Kommt die alle her. Ja, sehr gut. Killt die Viecher. Uiuiuiui. Ich hoffe ja noch darauf, dass wir einen Händler kriegen. Also wir haben doch ein paar Tränke, das ist schon noch okay. Wir haben nicht unbedingt wenig. Mana-Tränke könnten wir, ich weiß nicht genau, wie viel Mana sie noch hat, wie viel Mana. Wow, ist schon deutlich weniger geworden, muss man dazu sagen. Sie hatte mal mehr. Sehr gut. Ein Waldtroll beschwören als Kampfmagier. Sauber. Sauber. Mal ganz kurz hier noch lang gehen. Den Weg erkunden, wobei der ist schon vollständig. Wunderbar. Ja, war ein kleiner Umweg. Bisschen Erfahrung gesammelt, ist okay. Leider kein Händler. Ich hätte wirklich gedacht, das sah wirklich aus wie so ein Händler-Spot. Das ist ungeil. Ah, das ist ein großes Problem jetzt. Das kostet mich sehr, sehr viele Heiltränke. Weil er sich einfach nicht. Naja, kann man ja nichts machen dagegen. Zu viele Magier, die einfach viel zu mächtig sind. Und die Sek-Elite-Soldaten sind auch ultra stark. Ja, ich muss gleich zurücklaufen wahrscheinlich. Einmal komplett zurück bis zum Gefängnis. Mich mit Tränken ausstatten. Ja, mein Trankvorrat ist leider gerade zur Neige. Zumindest mein Heiltrankvorrat. Mana-Trank habe ich noch genug. Und leider nicht so viel. Wenn ich jetzt dahin gehe, lass mich raten, es kommen noch mehr. Na, aber sowas von. Warum sollte es auch anders sein? Oh mein Gott, krieg ich das geheilt? Oh mein Gott, wie viele sind denn da? Das sind ja viel zu viele. Okay, ihr müsst kämpfen. Heil dich, du kleiner. Oh Gott, machen die einen Damage. Die sollen doch auf meinen Haupthelden gehen. Der hat so viel Rüstung. Bruder. Ich hab keine Mana gegeben, oder was? Ach, wollte ich schon sagen. Er hat nämlich keine Mana-Tränke getrunken. Widerlich. Wir machen mal kurz speichern. Wir gucken mal ganz kurz unseren Trankvorrat an. Sieht echt miserabel aus. Es ist so klar! Ich komme niemals dazu, irgendjemanden zu besiegen, weil es kommen immer wieder welche nach! Mann, das ist so unfair! Es ist so unfair, Leute! Die sind einfach unendlich overpowered, diese sechs Mann. Warum sind die denn so stark? Und da guck mal, da kommt noch mehr. Das ist ja cool, wirklich. Das ist ja wirklich ganz toll. Mann, hör doch mal auf jetzt. Greif doch mal weiter an, ihr Trottel, ey. Ah, Mann, ey.
Und wenn ich da kämpfe, dann kommt der nächste, dann kommt der nächste, dann kommt der nächste, dann kommt der nächste, kommt der nächste, kommt der nächste, kommt der nächste. Wahrscheinlich wird der Endgegner genauso sein. Dass wir an diesen Endgegner nicht herankommen. Ohne vorher Milliarden Gegner zu besiegen in einer Kettenreaktion. Ah ja, noch ein paar Tränke, das passt schon noch. Noch können wir's. Noch geht's. Automatische Sicherung. Ist immer ungeil. Ah, ich hasse das, Mann. Weißt du, wenn ich jemanden... Das ist so scheiße, Mann. Warum macht ihr sowas? Ich finde das ungeil. Aber jetzt gehen sie auf meinen Haupthelden, der deutlich mehr Rüstung hat. Ah, schon heftig, wie viel Heilung wir ihm geben. Und die trotzdem so viel Damage machen. Weißt du, also ich komme kaum hinterher, das Herz hinterher zu heilen, das nachzuheilen. Wahnsinn! Ich brauche 108 Mana jedes Mal, um mir einmal zu heilen. Aber es sieht gut aus. Ist noch aktuell kein Gegner. Vielleicht erscheint wieder einer geisterhaft. So wie immer. Unfair. Wir sind jetzt bei 22 Stunden 50 Minuten Spielzeit. Mich würde es total nerven, wenn ich tatsächlich zum Dings gehen müsste, zum Gefängnis zurücklaufen müsste, um dort Tränke zu holen. Das würde mich stören. Ich glaube, da ist ein Loch, wo wir reinspringen müssen, ne? Wahrscheinlich würde er sagen, ja, in dem Loch musst du reinspringen und dann kommst du nie wieder raus. Gut, dass wir gerade schnell Speichern gemacht haben. Weil wir sind weg. Wir sind jetzt scheinbar beim Bossgegner. Guten Tag. Der war ein ganz schön langes Ding. Ich hab keine Heilsränke. Könnt kotzen. Did Merrick tell you that he came to us seeking his misplaced staff? And did he tell you that without it he could not revitalize the wards binding us? And it was only a matter of time until we would all be free. Your ancestors put us into this hole, then told fairy tales about us to frighten their children. Eventually, you forgot that the Sek were once real, a power to be reckoned with. Was hoffe ich auch, dass mein Gott mir hilft. Vielleicht kann der Gott mir so ein paar Heiltränke ins Inventar zaubern. Wäre cool, oder? Bruder! Gomm! Ah, stimmt. Ja, stimmt, da war ja was. Der Typ hat 8700 Leben. Beschworene kontrollieren? Welche Beschworenen? Kannst du bitte heilen, Alter? Das geht mir ja voll auf die Eier. Oh. Diese Beschworenen, okay. Angreifen? Fände ich voll nice. Ja, beschwör scheinbar mal so eine kleine Lava-Viecher. Hör mich selbst auch mal heilen. Man weiß ja nie. Er hat noch 3700 Leben. Na, ich bleib mal lieber beim Heilen. Ich glaube, das ist das, was ich ganz gut kann. Er macht auf jeden Fall einen AOE-Angriff mit seinem Gift. 2265 Leben. Gomm! Das ist die gute Musik. Er ist besiegt. Besiege die Sekhs. Erschlagt Gorm, Anführer der Sekhs. Ich will nochmal lieber raus aus seiner Pfütze. Und da kommt der wahrhafte Gorm wahrscheinlich. Der wahre. Seine absolute Form.
Leider, leider werden dazu auch noch andere Gegner gerufen. What? What? Excusez-moi? Wo ist sie? Wo ist der Leichnam? Hä? Hä? Warum hat sie keine Zeit? Ich muss sie essen. Da ist der Leichnam. Dann muss ich mit dir kurz alles aufsammeln. Komm schon, komm schon, komm schon. Alles aufsammeln und heilen und heilen und heilen. Heilen. Danke, 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 danke. Nicht näher laufen, nicht näher laufen. Kotzt du mich an. Hör auf anzugreifen. Jesus. Jetzt heilen. Er hat noch 8000 Leben. Er wird vielleicht nochmal so eine hässlichen Viecher rufen. Aber nicht mich. Wie viel Heiltrank habe ich hier noch? Ich habe noch genug auf jeden Fall. Ich hoffe, der macht das nicht nochmal. Nein, don't do this. Don't do this. Ich muss da tatsächlich wahrscheinlich immer nur überleben, oder? Kann das sein? Weiß gar nicht, muss ich die besiegen? Die verschwinden irgendwie dann einfach, ne? Let's go! Ich hab dummerweise doch, ich hab noch Heiltränke. Ey, wie. Okay, das ist jetzt aber unfair. Wie oft ihr beschwört, bitte? Nein! Nein! Hör auf! Mann, das ist unfair mit diesen fucking Gegnern! Oh, mein Esel ist weg. Killt ihn! Vor allem, er hat Lebensregeneration! Nein! 2 Leben pro Sekunde! What? Alter! Ach nö! Ach nö! Ich will nicht ins Gefängnis zurücklaufen! Tu mir das nicht an! Bring es zu Ende! 7 Sekunden leben die Viecher noch. Ja, natürlich haben sie getötet, ist ja klar. Mich, heil mich, heil mich, heil mich, heil mich. Nein, die nächsten wieder. Ich könnte kotzen. Nein! Mann, hör doch mal auf damit, ey! Greift einfach diesen Spasti jetzt an. Ich hoffe, ich habe genügend Heiltränke. I don't know. Ah, Gott, ey. Ich habe keinen Bock, ins Gefängnis zurückzulaufen. Überhaupt nicht. Hätt, ohne Scheiß, der wäre jetzt schon tot, hätte er keine Lebensregeneration gehabt. Aber er regeneriert 2 Leben pro Sekunde. Ja, ist okay. Ich renne mir jetzt einfach hinterher. Komm, alle rauf da. Ah, komm, du hast gleich noch ein Level up. Komm, mach deine scheiß Viecher weg da. 3 Sekunden noch. Stirb, du Mist! Vielleicht noch eine dritte Form. Schon wieder. Alter, wie oft ihr die beschwert, Mann? Warum, es bringt einfach nichts, gegen die zu kämpfen. Wo ist er denn? Hey, wo ist der? Hässlich, das Drecksvieh. Verdient verreckt, du Dreckspenner. Oh. Wie, das war's? Hä? Hä? Ich
Ich bin jetzt im Hauptmenü oder was? Hä? Das war's? Wo ist die Story? Sag mir nicht, ich müsste den Kampf. Ne, vergiss das. Ich habe ihn besiegt, Leute. Ich habe ihn besiegt. Das war's. Das war's. Ich werde ihn nicht nochmal besiegen. Ich habe ihn besiegt. Gom ist tot. Das Spiel ist gecrashed. Oder, keine Ahnung, vielleicht habe ich auch die Endsequenz übersprungen. Ist mir egal. Ist mir sowas von egal, Leute. Ich werde diesen Kampf nicht nochmal machen. Vergiss es. Nee, nee, vergiss es. Nein, nein, nein. Das war's. Gut, wir haben Gom besiegt. Wir haben die Welt befreit. Das ist bescheuert, Alter. Ist das bescheuert, dieses Spiel? Ah, nein, ich werde diesen Kampf nicht nochmal machen, Leute. Ich habe gewonnen gegen Gom. Ich habe die Story dann, keine Ahnung, vielleicht habe ich sie übersprungen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam ich wieder ins Hauptmenü. Und damit haben wir dieses Spiel beendet. Das ist sowas von unbefriedigend, dass ich jetzt hier vor dem Kampf stehe und... I don't know, keine Ahnung. Ich bin aber so froh, es fertig zu haben. Kein Bock mehr. Reicht. Wenn das Spiel so kacke ist, dass sich das einfach skippen lässt mit einem Rechtsklick. Weil ich wollte eigentlich gerade wieder erwecken drücken auf den toten Körper. Und dann ist das Spiel, ja, war einfach im Hauptmenü wieder. Gut. Ich bin fertig, Leute, mit dem Game. Hat Spaß gemacht. Sicher, die ersten paar Stunden. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Spiel wieder. Anderen Let's Play Projekt. Schade drum, dass wir die Endsequenz jetzt nicht sehen konnten. Aber so ist es halt. Ich werde den Kampf definitiv nicht nochmal neu machen. Vergiss es! Vor allem, dass hier echt kein Händler mehr kam, ist Wahnsinn. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft und sonst hätten wir alles wieder zurücklaufen müssen. Das ist ja auch wieder nicht so geil. Gut! Die letzten paar Parts waren sehr zäh. Und man muss sagen, die letzten 20 Parts waren, glaube ich, so zäh gewesen. Was mir sehr, sehr missfallen hat, muss ich sagen. Hat man teilweise vielleicht manchmal auch in meiner Stimmung gemerkt. Ich fand es einfach manchmal einfach unangebracht von dem Spiel. Overpowered Kreaturen, die einfach nicht gebalanced sind, reinzubringen und trotzdem super viel Schaden tanken. Und viel Schaden verursachen. Naja, kann man nichts machen, Mann. Wir haben es durchgespielt, meine lieben Freunde. Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Das war's gewesen mit Dungeon Siege. Gerne auch Dungeon Siege 2 angucken. Habe ich auch schon Let's Play. Deutlich bessere Spiele. Aber das Dungeon Siege 3, was rauskam, das ist irgendwie kein Dungeon Siege mehr. Deswegen sind wir im Prinzip mit der Dungeon Siege Duologie. Sind wir durch. Ich hoffe, der Kampf gegen Gom hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.